Siehst du Ähnlichkeiten zwischen dieser Bewegung oder dieser Bewegung und meinem Golfschwung? Ich bin sicher, dass du Dinge gesehen hast, die ich beim Werfen und beim Golfschwung gemacht habe. Das heißt, der Golfschwung ist eine sehr natürliche Bewegung. Aber leider ist es so, dass viele Golfer, vor allem Golfer mit Handicap höher als 36, die machen eine Bewegung, die nicht viel mit Natürlichkeit zu tun hat. Aber ich möchte dir heute erstmal helfen, natürlicher zu schwingen und so auch effektiver. So, als ich geworfen habe und geschwungen habe, was hast du gesehen? Du hast bestimmt gesehen, wie ich mein Gewicht verlagert habe. Beim Werfen und beim Schlagen komme ich, wenn man meinen Körper anschaut, in die gleiche Endposition. Mein Gewicht wird von rechts nach links verlagert. Und die Reihenfolge ist auch sehr interessant. Werfe ich zuerst, bevor ich verlagere? Nein. Ich habe erst den Schritt gemacht, was die Verlagerung ist, und dann habe ich geworfen. Der Schritt hat mir Power gegeben. Habe ich von unten nach oben geschwungen? Nein, Richtung Ziel. So, wenn du die Gelegenheit hast, werfe ein paar Bälle. Du kannst es auch trocken machen. Schaue, was dein Körper macht. Dann nehme einen Schläger in der Hand und versuche, in die gleiche Endposition zu kommen. Der Schläger wird den Rest der Arbeit für dich machen. So bitte schwinge so natürlich wie möglich, mit so wenig Gedanken wie möglich. Denk an diese Wurf-Endposition und ich denke, du wirst mehr Spaß haben. Falls das Video dir gefallen hat, bitte Daumen hoch und ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu sehen.